Also ich bin ja eher so der Typ für kleines Gepäck. Ne? Zahnbürste und Unabüx und dann ist man eigentlich schon ganz gut ausgerüstet, sage ich immer. Wenn man aber ein paar mehr Tage auf Helgoland sein will, dann macht es schon Sinn, dass man auch ein paar mehr Sachen mitnehmen kann. Darum können alle, die mit einer Mehrtageskarte auf den Halunderjet kommen, ein Gepäckstück mit bis zu 20 Kilogramm mitnehmen. Und damit es dann auf Helgoland bei der Gepäckausgabe nicht so lange dauert, ist ein Tipp von mir, dass man sein Gepäck direkt bis zur Unterkunft aufgibt. Das ist nicht nur praktisch, sondern geht auch viel flotter. Und wenn man sich um sein Gepäck nicht so den Kopf machen muss, ne, dann kann man auch die coole Fahrt auf der Elbe und auf der Nordsee viel mehr genießen.